Bruce Boyd, ein Fotokünstler aus Südafrika, hat sich eine besondere Technik für das Fotografieren von Blumen erdacht. Blumenarrangements werden eingefroren und diese Eisblöcke dann in fließende Gewässer getaucht. Es entstehen so Risse und Bläschen und geben den Blöcken ihren einzigartigen Charakter. Es ist ein Zusammenspiel von Zufall und Inszenierung. Die Ergebnisse wirken fast dreidimensional, da an manchen Stellen die Blüten fast aufgetaut und andere noch fest im Eis verankert sind.